Moin und herzlich willkommen zum Testbericht der Switchbot-Produkte. Und die Firma kam auf mich zu und hat gesagt: Hey Nils, wir machen Smart Home-Produkte, aber nicht wie du sie dir vorstellst. Denn normalerweise machen ja Smart Home-Produkte, ersetzen sozusagen ein bereits bestehendes Produkt und machen es smart. Zum Beispiel bei Glühbirnen, die können dann an- und ausgeschaltet werden übers WLAN oder Zigbee und ersetzen dann auch alten Birnen. Und können dann halt was Tolles, Neues, besser. So, das Problem bei Smart Home ist, sie sind teuer. Und viele haben bereits zum Beispiel ihr gesamtes Haus natürlich mit Glühbirnen ausgestattet. Und viele wollen jetzt nicht hingehen und ihre gesamten Produkte, die sie bereits haben, jetzt mit Smart Home Produkten auszutauschen. Und dem hat sich nun die Firma Switchbot angenommen und hat gesagt, wenn ihr eure alten Produkte nicht austauschen wollt, erstellen wir Produkte, die eure alten Produkte smart machen. Zum Beispiel den Switchbot Curtain, über den ich gleich reden werde, den Switchbot Bot oder dann auch den Switchbot Kontaktsensor, die Switchbot Remote oder auch das Solarpanel. Zu Anfang aber ein Disclaimer. Die Firma kam auf mich zu, hat gesagt, hey, wir schicken dir das, guck dir das mal an, wenn du Lust hast und dann erstell einen Testbericht dazu. Es gab aber jetzt in dem Fall nur, dass die Produkte bereitgestellt wurden, keinerlei anderen Input. Das heißt, ich musste jetzt nicht irgendwie was sagen. Ich musste nicht meine Meinung verändern. Und das habe ich auch klar betont. Ihr könnt mir das gerne schicken. Ich werde es testen und meine ehrliche Meinung in diesem Video festhalten. Aber ich habe die Produkte halt kostenlos bekommen. Deswegen erwähne ich das hier, damit ihr darüber Bescheid weißt. Es gab keinen Input an sich, sondern nur die Produkte. Fangen wir an mit dem Switchbot Curtain, den halte ich hier auch bereits in der Hand. Und was kann der, was macht der? Der Switchbot Curtain macht eure Gardine smart. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ist eigentlich relativ simpel und finde ich ziemlich cool gemacht. Denn dieser Roboter, den packt ihr oben bei euch an die Gardinenstange und der zieht dann den Vorhang auf. Oder zieht ihn wieder zu. Natürlich ist jede Gardine anders. Der Hersteller hat drei verschiedene Versionen. Einmal ein Step oder Rod. Einmal für U-Schienen und einmal für I-Schienen. Ich hatte jetzt hier ein Rod, deswegen habe ich diese Version. Die anderen sehen dann natürlich auch für die verschiedenen Gardinenstangen anders aus. Im Lieferumfang lag alles Wichtige für mich dabei. Es gab Clips zum Festmachen, eine gute englische Anleitung, was finde ich bei allgemein Produkten, die dann auch wahrscheinlich aus China kommen, wichtig ist. Und es gab auch ein USB-C-Kabel dabei, denn ihr müsst den natürlich auch aufladen. Eingerichtet wird er dann einfach per App. Ihr baut den einmal so ein bisschen zusammen, packt den oben drauf, dann richtet ihr ihn per App ein, funktioniert dann auch mit allen Gardinen, gibt es dann ein eigenes Tutorial auch in der App. Und die App, finde ich, ist auch übersichtlich. Aber Disclaimer, ihr müsst einen Account machen und dieser App Berechtigung geben. Das ist ja für manche eine wichtige Sache. Müsst ihr einen Account machen oder nicht? Ja, müsst ihr. Und ihr müsst der App Berechtigung geben, nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr sowas dann nicht wollt. Auch bei Daten würde ich eher vorsichtiger sein, sonst nehmt eine zweite E-Mail oder sowas. Das ist halt immer so transparenzmäßig. Wenn ihr, wie ich, eine zweiteilige Gardine habt, das heißt, ihr habt eine Gardine, die einmal nach links und einmal nach rechts aufgeht und nicht nur ein Ding ist, was ihr so schiebt, dann braucht ihr auch zwei davon, weil ihr dann natürlich zweimal ziehen müsst. Die könnt ihr dann synchronisieren zusammen, das funktioniert dann auch ganz gut. Müsst ihr einmal dann in der App so einrichten, dass ihr einmal sagt, das ist jetzt ganz nach links gezogen, das ist jetzt ganz zugezogen und dann, wenn ihr das einmal synchronisiert habt, dann funktioniert das auch. Es gibt zwei Modi. Es gibt einmal einen Performance-Modus und einen Silent-Mode. Eigentlich selbsterklärend, der Performance-Modus ist dafür da, dass ihr die Gardine so schnell aufmacht oder so schnell zumacht wie möglich. Und der Silent-Modus ist dann natürlich, dass es am leisesten ist, wie der Hersteller es macht. Es ist trotzdem so, dass ihr das definitiv hört. Schließe Vorhang. Gerade im Performance-Modus, aber es ist dann auch relativ schnell. Das heißt, der zieht einmal 2-3 Sekunden auf und fertig ist dann. Nochmal zum Akku.
Der Roboter braucht natürlich einen Akku, weil sonst kann er einfach nicht seinen Job machen. Da habt ihr jetzt zwei Optionen. Einmal Option 1, ihr nehmt das Gerät einmal jeden Monat nach unten und ladet es dann per USB-C auf. Das dauert dann so circa 1,5 Stunden, meine ich. Und dann ist das wieder aufgeladen, könnt ihr wieder ranpacken. Es gibt aber auch eine zweite Option, da hat mir Switchbot auch ein Solarpanel geschickt. Dann natürlich für bei meinen Switchbots beide eins. Den könnt ihr entweder hinten an den Switchbot ranmachen und dann passt es eigentlich schon. Oder, weil bei mir ist es in dem Fall so, da hat der Hersteller auch dran gedacht, dass wenn ihr das hinten ranmacht, dann kein Licht abbekommt, einfach weil die Gardine so ist. Gibt es noch ein Ding, dann gibt es noch ein Kabel, was beiliegt, das packt ihr dann in den Switchbot und dann kann auch da die Sonne drauf scheinen. Bei mir ist es so, dass es nicht immer zu 100% aufgeladen ist, aktuell bei 89%, aber dann bei meiner Gardine dann nicht so viel Licht hinkommt. Ich denke aber, bei stärkerer Sonneneinstrahlung sollte es dafür sorgen, dass ihr das fast nie laden müsst. Mein Highlight ist aber die Einbindung in verschiedene Smart-Home-Systeme. Der Hersteller ist bei Amazons Smart-Assistent, ich sag den Namen jetzt mal nicht, Google Assistant, Siri Shortcuts, If This Then That und Smart Things, also alle große Systeme, können damit genutzt werden. Ich nutze Google Assistant und ich konnte damit dann den Switchbot Curtain in meine Google Assistant Routine, die ich bereits hatte, integrieren. Und das funktioniert richtig gut. Ich habe eine normale Routine zum Aufstehen und zum ins Bett gehen. Das heißt, wenn ich aufstehe und zum Beispiel dann mein Radiowecker läuft und er mir dann einmal sagt, wie das Wetter heute wird, dann kann der Vorhang sich automatisch öffnen, aber sowas wie Google Assistant funktioniert nur mit der Hub Mini, die haben sie mir auch geschickt, die müsst ihr extra dazu kaufen. Ich finde, mit 30€ ist sie aber noch relativ günstig und wer allgemein so ein System schon hat, der sollte das dann auch machen. Das zweite Produkt, was mir aufgefallen ist, ist der Switchbot Bot und das ist ein wirklich ziemlich simples Produkt. Das einzige, was es kann, ist wirklich, es hat vorne so ein kleines Hämmerchen und dann kann es etwas drücken. Und hier könnt ihr wirklich kreativ werden. Denn ihr könnt den zum Beispiel an die Kaffeemaschine packen, ihr könnt es an den Computer ranmachen, ihr könnt es an euren Staubsaugerroboter machen. Woran ich es aber gemacht habe, ist, dass ich es an meinen Lichtschalter gemacht habe. Und hinten auf dem Switchbot Bot ist so ein Klebestreifen drauf, womit ihr es dann auch ankleben könnt. Und der ist wirklich ziemlich stark, denn ich habe keine freie Fläche, wo ich den Bot einfach dran kleben konnte, sondern ich habe ihn irgendwie auf Halbmast an den Lichtschalter rangeklebt und er hängt bis heute. Und der kann dann einmal dann den Lichtschalter anschalten. Er hat aber auch so ein kleines Plastikding, wo das ihr dann auch draufkleben könnt. Und dann kann er es auch wieder nach oben ziehen und den Lichtschalter somit ausmachen. Dazu gibt es dann auch noch eine Fernbedienung. Die kann man sich auch extra kaufen, wo man das zum Beispiel auch dann festmachen kann. Und so kann man dann das Licht ausschalten. Und dann hört ihr jetzt gleich, zack, klick, Licht ist aus. Oder auch wieder einschalten. Ein Klick und das Licht ist wieder an. Das funktioniert dann auch echt überraschend gut und kann auch kombiniert werden mit so einer Sache wie zum Beispiel einem Thermostat. Das haben sie mir auch geschickt. Und damit kann dann zum Beispiel eingestellt werden. Einmal natürlich ist es ein normales Thermostat, normale Thermometer. Aber auch das kann mit der Hub verbunden werden. Das kann dann auch Signale schicken, wie zum Beispiel Luftfeuchtigkeit zu hoch, Luftentfeuchter einschalten. Temperatur zu hoch, vielleicht den Lüfter einschalten und so weiter und so fort. Und die ganzen Systeme funktionieren dann natürlich auch zusammen. Das ist auch der Sinn von Smart Home, aber hat mich wirklich überrascht, dass es dann auch so gut funktioniert. Das war mein kleiner Test zu den Switchbot-Produkten. Wie gesagt, nochmal Werbung, weil sie es mir zugeschickt haben. Andererseits finde ich aber, gerade im Budget-Bereich sind das wirklich sehr interessante Produkte und vor allen Dingen für die Leute, die jetzt nicht neue Produkte kaufen wollen, um ihre alten zu ersetzen und in dem Fall dann auch Geld sparen wollen. Den einzigen Kritikpunkt, den ich wirklich habe, ist dieser Datenschutzbereich. Wie kommen denn die günstigen Produkte immer zustande? Bestimmt werden da auch Daten verkauft, deswegen zweite E-Mail verwenden. Ja, aber das war's mit dem Testbericht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.